reiß dich nochmal zusammen. Ja. Ich bin Finn, bin 20 Jahre alt und bin Konstruktionsmechaniker bzw. Schweißfachmann. Ja, und ich bin Marcel, bin 24 Jahre alt und bin Elektroniker für Betriebstechnik. Ich bin 2016 mit meiner Ausbildung gestartet und wurde nach meiner Ausbildung übernommen und bin jetzt Teamleiter der Endmontage. Ja, also ich habe mich für den Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker entschieden, da der Arbeitsweg nicht sehr weit ist und wir hier, sag ich mal, überdacht sind in der Halle und nicht draußen arbeiten müssen. Ja. Und handwerklich begabt war damals und ich habe mich für die Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik entschieden, weil ich gerne was Handwerkliches machen wollte und eine Arbeit, die vielleicht nicht so schwer ist, die ich mein ganzes Leben lang ausüben kann. Eine Arbeit, die nicht so schmutzig ist und nicht kalt ist, nicht draußen ist. Ja, außerdem bestand die Möglichkeit, nach meiner Ausbildung mich noch weiterzubilden, einen Techniker zu machen oder einen Meister. Und ja, ich habe mich... Kelle, bitte jetzt. Mensch. Kelle. Ich frage mal. Nee, brauchst du nicht. Also, ich habe mich für die Ausbildung als Konstruktionsmechaniker hier entschieden, da man das Theoretische in der Schule direkt hier in der Firma in das Praktische umsetzen kann. Zudem hat man hier noch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Nach einem halben Jahr montiert oder schweißt man dann auch schon direkt an den Bauteilen und arbeitet mit in der Produktion und wird direkt ins Berufsleben eingeführt. Mhm. Siehst du, das ist doch schon super stark, was er gerade gesagt hat. Warum kannst du das eben nicht? Das konnte ich eben bestimmt auch. Ich habe mich so zusammengerissen.